Seltener Einblick. So sieht es im Atomkraftwerk aus. Massive Zäune, Maschendrahtzaun, ein Hochsicherheitsareal. So ist es von außen am Kernkraftwerk Isar 2. Ins Innere kommt man nur mit Sicherheitsschuhen, einem orangenen Overall und darunter spezieller Unterwäsche. Durch massive Stahltüren und meterdicke Betonwände kommt man durch eine drucksichere Schleuse in den Innenbereich. Es geht auf eine orangene Brücke. Darunter befindet sich das sogenannte Abklingbecken. 7 Meter Wasser trennen die Brücke von den Brennelementen. Sie schimmern bläulich. Am 15. April, kurz vor Mitternacht, wird dann der rote Knopf gedrückt. Damit wird der Reaktor heruntergefahren. In Deutschland gibt es dann keine Atomkraft mehr. Darum für euch hier nochmal ein